Hallo zusammen, ich bastle heute einen Ereignis-Countdown oder auch Zähler. Das kann man in beides verwenden. Und zwar ist das ein bisschen angelehnt an den Tischkalender von Semifim. Verlinke ich euch auch unten, falls euch das interessiert. Und ja, ich habe schon mal einen gemacht, der sieht so aus. Hier oben kann man die Zahlen einstellen. Ja, ein Würfel hat leider nur 6 Seiten. Ich brauche allerdings 8 Zahlen, nein, 9 Zahlen. Also 0 bis 8, weil die 6, wo ist sie? Natürlich wieder auch nicht auf dem Würfel, den man sucht, ne? Da ist die 6. Oder auch, wie man eben gesehen hat, die 9. Also braucht man den nur einmal, weil, nö, ja, Würfel halt, ne? Deswegen braucht man noch einen vierten Würfel, wo man die restlichen Zahlen drauf schreiben kann. Da ist noch eine leere Fläche, da habe ich halt so ein Herzchen drauf geklebt, die andere ist leer geblieben. Hat man halt diese 4 Boxen und dann gibt es diese Tage bis Mann und Frau. Das ist natürlich für Hochzeit. Dann kann man schreiben, so viele Jahre ist man schon Mann und Frau, Monate und Tage. Das ist dann halt der Zähler. Und dann gibt es dann halt wieder den Countdown, Tage bis. Damit man das auch weiter verwenden kann, habe ich statt nur Mann und Frau, habe ich auch noch Weihnachten, Geburtstag und Ostern drauf gemacht. Kann man dann natürlich individualisieren. Ich habe auch schon überlegt, das kann man super schön zu einer Geburt verschenken, indem man einfach hier den Namen von dem Kind draufschreibt und dann kann man dann die Eltern dann immer den Würfel eins höher drehen, jeden Tag oder halt dann die Monate und Jahre, wie man das möchte. Naja, Tage bis, das ist ja immer so. Man kann ja bis zum Geburtstermin eintragen, wenn man das schon vorher geschenkt bekommt oder verschenken möchte. Ja. Das ist Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 mache ich jetzt mit euch, weil das Ding ist doch schon relativ groß. War ein bisschen blöd zu basteln. Die Maße dafür habe ich in meinem Blog eingetragen. Da steht auch die Anleitung, wie das gemacht wird. Einfach unten in der Infobox gucken und dann seht ihr das dann auf meinem Blog, wie gesagt, wie das gemacht wurde, weil ich jetzt die einfachere Variante mache. Und zwar nicht mit Würfeln, sondern mit um Blätterdingern. Wie nennt sich das? Also nicht so mit Klappteilen halt. Ist dann auch ein bisschen kleiner. Also das hier, das ist jetzt schon eine ordentliche Größe. Ja, kann man natürlich auch als Adventskalender verschenken. Ne? So. Einfach nur umdrehen oder als irgendeinen anderen Countdown. Also was weiß ich, Schulende oder Studiumende oder bis zur Altersteilzeit oder bis zur Rente. Also da gibt es Varianten ohne Ende, kann man sich alles überlegen. Ich mache jetzt, wie gesagt, dieses Klappmechanismus-Ding. Dafür habe ich mir die gleichen Wörter quasi gesucht und gestempelt. Und dann ein Fähnchen ausgeschnitten. Also Tage bis Monate, Jahre, Tage. Mann, Frau, Geburtstag, Ostern. Und die kommen auf die Boxen geklebt. Und dann braucht man kleine Kärtchen. So, ich habe die auch schon mal mit DSP beklebt, weil das echt so eine Fusselarbeit ist. Und dann dachte ich mir, mache ich das schon mal. Die sind 5,5 mal 4 cm und das DSP ist 4,5 mal 3,8 Zentimeter. Hier oben habe ich es freigelassen, weil da kommen die Löcher rein. Dafür habe ich mir eine Schablone gebastelt. Die sieht so aus. Das habe ich mir abgemessen. Das sind halt 4 Zentimeter, dann 1 Zentimeter von da, 1 Zentimeter von da und einen halben Zentimeter runter. Das habe ich mir zusammengebastelt. Das kann ich dann immer hier an die Kante oben anlegen und mir dann meine Löcher stanzen. Und dann sollten die, wenn das alles so klappt, wie ich mir das gedacht bei jeder Karte an der gleichen Stelle sitzen. Dann ja, muss ich die alle noch lochen. Ach so, wie viele man davon braucht. Also, wir haben ja die Zahlen von 0 bis 9. Das sind dann 10 Karten und ich habe dann noch eine 11. Karte gemacht. Und zwar ist so der Abschluss oder der Anfang. Ne? Das ist halt wie mit den Boxen, das Herzchen, das fand ich ganz nett.
dass man das dann halt einfach ja, am Anfang hat und dann kann man das umdrehen, damit man auch nicht die Null immer vorne sieht. Das ist irgendwie so unschön. Und für dieses Herz habe ich ja so Glitzerherzchen ausgestanzt. Die hatte ich noch übrig, also warum nicht verwenden? Ja, also ihr braucht von diesen Karten 33 Stück, wenn ihr das mit End- und Anfangskarte oder Anfangskarte macht. Wenn ihr die weglasst, dann braucht ihr einfach nur 30. Ja, und dann alle wunderschön mit DSP beklebt und da kommen dann noch meine Zahlen drauf. Und meine Zahlen habe ich in zwei Varianten auch gestempelt. Einmal ausgeschnitten als einfaches Fähnchen und einmal ausgeschnitten als Doppelfähnchen. Das ist dann quasi immer meine Mittelzahl und die beiden kommen außen, damit man da ein bisschen Varianz drin hat. Also das ist, kann man machen, wenn man möchte. Vielleicht hat man auch eine Handstanze, mit der man das machen kann. Ja. Meine unteren Boxen, also die Beschriftungsboxen hier, die habe ich auf meine Stempelgröße natürlich angepasst. Und zwar habe ich mir das längste Wort genommen, das ist Weihnachten. Das habe ich mir in der Höhe ausgemessen, das ist 3 cm, also dass da noch Rand oben ist, man noch DSP draufkleben kann, ne? Halt den Kladderadatsch. Und die Breite von allem sind 14 cm. Und zwar habe ich mir hier diese Karte genommen. Die kann natürlich auch in eurer Größe variieren, völlig egal. Und diese Karte habe ich hier immer mit Abstand von 0,5 cm mir hingelegt, damit man halt hier auch so ein bisschen Abstand hat. Und auch hier am Rand nochmal 0,5 cm gemessen. So bin ich auf meine 14 gekommen. Ja, wenn man die Karten größer macht oder größere Stempel hat oder das per Hand draufschreiben möchte, kann man ja alles machen. Man braucht es ja nicht stempeln. Dann kann man das natürlich auch breiter oder wie auch immer machen. Ja, das ist halt die Länge der Box ist halt hier 14 cm. Die Höhe ist 3 cm. Und dann wird halt einfach viermal die Höhe genommen plus Klebelasche. Das sind bei mir ungefähr 1 cm, ein bisschen mehr meistens, damit das Klebeband auch von der Breite her super passt. Und in der Breite habe ich das einfach halt die Länge der Karten, die man möchte, plus zweimal die Höhe, damit man die Böden richtig schön hinkriegt. Das zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Ja, ich hoffe, ich komme das alles auf die Reihe und schreibe das euch auch alles in die unten in die Infobox. Ich hoffe, ja, das klappt so. Deswegen ja, werde ich jetzt erstmal die Boxen mit euch machen, also die Beschriftungsboxen. Und dann werde ich das alles lochen, aber da müsst ihr ja nicht zugucken, ne? Und natürlich hier die Karten mal mit Zahlen beschreiben, bekleben. Gehen wir an die Boxen. Ich lasse mal wieder hier alles zur Seite schieben. Und zwar habe ich euch ja eben gesagt, wie ich das wunderschön ausgerechnet habe. Dementsprechend ist mein Cardstock, beziehungsweise zwei braucht man davon, 20 mal 13,2 bei mir, halt in Zentimeter plus ein bisschen mehr. Und dann kommt das Falzbrett. Mal hier Werkzeug wieder zur Seite legen. Und dann falze ich mir das auf der langen Seite, lange Seite anlegen, einmal bei 3 und drehe das um und mache es dann auch bei 3. Man könnte natürlich auch bei 3 und bei 17, ja, 17 falzen und dann drehe ich mir das so und mache dann auch wieder bei 3, bei 6, bei 9 und bei 12. Und schon sieht man hier, ne? Klebelasche entstanden. Dann nehme ich mir eine Schere und schneide das Ganze erstmal zurecht. Und zwar die Klebelasche hier einfach nur, so ein bisschen anschrägen, damit man es besser kleben kann. Und dann kann man dann das kurze Stück wegschneiden. Das braucht man nicht mehr. Mit der Schere bin ich unzufrieden.
geht halt nicht bis in die Spitze. Ansonsten von der Länge her ist gut. Naja, ist ja nur Klebelasch, ne? So. Und dann werden hier diese Vierecke immer in die Mitte eingeschnitten, halt bis zur Falz. Auf der anderen Seite genauso. Und dann nehme ich mir das hier in der Mitte raus und halbiere das ein bisschen unter der Hälfte und mit dem unteren genauso. Also, dass ich dann sowas da rausbekomme. Und das gleiche auf der anderen Seite. Das muss jetzt nicht genau sein auf der Hälfte. Das können wir so Pi mal Daumen machen. Das ist nicht so wild. So. Einmal Müll zur Seite, Falzbein krallen und alles wunderbar. Wie man es kennt, nachknicken. Kann man natürlich auch schon vor dem Schneiden machen. Ach, ihr seht ja gar nichts, ne? Sag doch mal was. Also manchmal, ne, denke ich auch so, ja, mit live. Da könnten sie was sagen, aber wahrscheinlich würde ich es dann auch nicht lesen im Chat, weil man dann hier so beschäftigt ist. Oder man ist nur mit Lesen beschäftigt. Naja. So. Dann die anderen Dinger noch nachfalzen. Dann ja, kommt dann hier noch DSP drauf. Das habe ich mir jetzt noch nicht zurechtgeschnitten. Mache ich noch. Das wird bei mir 13,5 mal 2,5 sein. Ich mag das ganz gerne mit ein bisschen Rand. Ich habe jetzt nicht nur DSP aufgeklebt, sondern auch schon die Worte. Wir nennen es mal Worte. Und auch schon das doppelseitige Klebeband. Einmal hier auf die Lasche, hier außen auf der Lasche, also bei der Schrift. Und bei den anderen beiden innen auf der Lasche. Ja, das war es schon, was man an Klebeband braucht. Dann können wir uns das Ganze zusammenkleben. Ich mache dann erst die große Lasche. Das ist relativ einfach. Da legt man sich das so hin, nimmt dann die Seite und klappt das da drauf. So. Und schon hat man quasi ein Viereck. Total simpel. Braucht man irgendwie nicht hin und her schieben. So. Und auf der anderen Seite läuft das jetzt so, dass ich das hier abziehe. Na komm. Dann drücke ich das runter und nehme hier die beiden kurzen Laschen, drücke das da drauf und dann kann ich auch schon die andere Seite nehmen und draufkleben und dann ist das Ganze auch schon zu und klebt. Braucht man auch keinen Gegendruck. Ich weiß nicht, ob es auch noch halten würde, wenn man jetzt nur auf der äußeren Seite die Klebebänder macht. Ich denke schon, weil das ja auch eine recht stabile Box ist. Aber so ist mir das lieber. So. Und dann haben wir schon die Wordbox Nummer 1. Die anderen Seiten kommen ja noch. Ich mache jetzt noch die andere Box fertig. Mach meine Karten die Löcher rein, klebt auf die Karten die Zahlen drauf und dann sehen wir uns für das Stapelei-Ding wieder. Die Zahlen sind jetzt alle gelocht und auch aufgeklebt. Ich habe hier noch so mit einem Feinliner einfach das Ganze umrandet, weil ich das ein bisschen schöner fand als nur weiß und ich keinen Bock hatte, das komplett mit schwarz zu umranden, ja, wie man das halt so machen möchte. Man kann jetzt natürlich hier Binderinge nehmen. Ich hatte aber dann keine mehr und habe auch keine mehr gefunden bei Teddy. Aber Schlüsselringe. Und die gehen genauso. Dafür muss man jetzt hier überall noch Schlitze reinschneiden. Einfach easy. 1, 2. Und dann sind dann hier die Schlitze drin. Und dann kann man die Ringe einfach so reinziehen. Und das mit allen. Und 2 habe ich schon gemacht. Das sieht dann fertig. So aus. Daran kann das dann hängen und man kann die dann halt hier wunderschön umschlagen und dann irgendwann wieder bei vorne anfangen.
Ja, ich habe das so gemacht, dass ich halt vorne die 0 habe und dann 1, 2 und so weiter, ne, bis man dann halt bei der 9 irgendwann angelangt ist. Das mache ich jetzt mit denen auch noch und dann geht's weiter. Jetzt geht es an die Box für diese beiden Teile halt. Das Ding hier ist 20,7 mal 12,7. Durch das Aufkleben vom DSP wird das immer ein bisschen breiter. Also wenn ihr das macht, am besten ausmessen, wie ihr das gerne hättet. Bei mir sind das nämlich jetzt 3,2 statt nur 3. Und deswegen sind das so krumme Zahlen geworden. Das Ding falze ich mir jetzt bei 3,2 rundrum. Ja, passt ja ganz gut. Dann falze ich das einmal nach. Und dann wird es eingeschnitten, einmal hier in den Falzlinien bis zur nächsten Falz, einmal umdrehen und hier dasselbe Spiel. Und dann wird das halt so eine einfache Box, wo die beiden Kästen drin liegen. Damit man die auch wieder gut rauskriegt, will ich hier jetzt noch Halbkreise machen, damit man die dann so rausziehen kann. Und dafür lege ich mir die hier hin. Und markiere mir dann ungefähr die Mitte. Auf beiden Seiten natürlich. Und dann habe ich hier so ein Mini-Kreisstanzer, der ist drei Viertel. Man kann natürlich auch reinschneiden, irgendwie ein Kästchen oder sowas. Und da werde ich dann so ein Stück rausstanzen. Und dann kann man dann hier die Griffmulden quasi hat. Immer hinfliegen die Dinger. So. Ja, das hätte ich vielleicht auch machen können, nachdem ich das DSP draufgeklebt habe. Ich werde jetzt hier noch eine Runde DSP aufkleben. Also hier innen und außen. Unten braucht man ja auch nur innen. Hier innen und außen. Und dann halt hier komplett innen. Oben und hinten nicht. Aber ich zeige euch das dann gleich, wenn ich alles aufgeklebt habe. Von innen habe ich jetzt hier die Seiten und die Mitte beklebt und von außen nur die beiden Seiten. Die anderen Seiten brauchen wir noch nicht. Und hier schon mal an die Ecken Klebeband angebracht und das wird jetzt die Box zusammengebaut. Und danach kommt hier auf die Innenseiten dann auch noch DSP. Und dann klebe ich hier auf die Innenseiten auch noch DSP. Sieht man natürlich jetzt erstmal nicht, wenn die Boxen drin sind, aber na komm, pass rein. So, dann hat man dann hier die Boxen drin. Hat hier die Möglichkeit, die relativ einfach wieder rauszukriegen und zu drehen. Dann kann man dann Weihnachten reinschätzen oder halt, ne? Mann und Frau oder Geburtstag. Das ist schon mal Schachtel Nummer 1. Für die Rückseite brauche ich jetzt ein Stück, das ist 14 mal 21, nein, 22,3, so Zentimeter. Das ist noch eine Klebelasche. Und zwar wird das, ich habe hier so ein Knickprobeexemplar, so hier dran gemacht und dann hier aufgestellt. Und dann kommen dann hier oben die Dinger zum Umklappen dran. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich die Seite plus 7 cm gerechnet habe. Dann weiß ich hier diese Hälfte, ne? Und also 7 cm. Die Seite hier waren 3,2 cm. Und dann kann man sich, haha, Satz des Pythagoras, man braucht Mathe, ne? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat.
kann man sich die Länge ausrechnen. Plus noch eine Klebelasche. Ist ja nicht doof, ne? Also, liebe jüngeren Zuschauer, Mathe wird gebraucht. So, das Ganze falzt man jetzt. Und zwar einmal bei 13,3 cm. Und dann nochmal bei 21 cm. Das war schon der ganze Zauber. Dann, Entschuldigung, einmal wieder richtig rücken, kann man das Ganze auch schon mal vorfalzen. Und dann werde ich wieder einmal DSP aufkleben. Also hier und hier DSP drauf. Hier, das ist die Klebelasche, kann man auch schon Klebeband drauf machen, wenn man es nicht unter dem Falzbrett versteckt hält. So, einmal Klebeband drauf. Und dann muss ich hier noch die Löcher reinmachen. Ich nehme mir dafür erstmal hier die Mitte. Mitte, Lineal, Lineal. Da. Von 14 cm, die Mitte ist 7. Das kann ich nachher wegradieren. Und dann kann ich mir das hier markieren. Das sind 2. So, ne? Also hier auf meinem lustigen Bildchen. Und dann male ich mir hier meine Dinger drauf. Die muss ich halt dann noch ausstanzen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann muss ich mir hier wieder 0,5, wollte ich ja Platz lassen, und hier 0,5 abmessen. Und dann kann ich mir das wieder hier hinlegen. Löcher drin, DSP aufgeklebt, und hier auf der Innenseite habe ich hier schon Klebeband angebracht. Ich habe mir hier eine Markierung gesetzt bei 6,3. Das ist halt die Höhe der Schachtel, ne? Da wird das nämlich nachher hinten drauf geklebt. So, dann habe ich hier meine Löcher drin. Die kann man auch so super reinstanzen. Und jetzt muss ich hier natürlich auch wieder die Schnitte setzen, um dann nachher die Ringe durchzubekommen. Wie gesagt, wenn man Buchbinderinge nimmt, dann braucht man da ja nicht schneiden. Das geht dann auch ohne. Nur habe ich nicht, also gibt es Schlüsselringe. Kosten beim Teddy übrigens viel. Nee, warte mal, wie viel waren das? Oh, den Zettel habe ich schon weggeschmissen. Ich glaube 14 Stücken Euro. Also kann man mal machen, ne? So, jetzt sind die eingeschnitten, dann kann man dann nachher das Zeug drauf machen. Ich werde jetzt erstmal hier unten die Box ankleben. So. Ist noch nicht so ganz, wie ich das halten soll. So müsste es gehen. So. Einmal schön festrubbeln. Und dann ist die Box schon fest. Also das wird nachher so stehen. Hoffe ich. Wenn nicht, muss ich hier unten nochmal was dran kleben. So, dann wird das noch abgemacht. Und das hier wird jetzt hier oben an die Kante angeklebt. So. Dann hat man dann quasi hier den Ständer. Ich halt drück das jetzt noch mal fest. Ja, machen wir mal ein bisschen Gewicht rein und dann wird das hoffentlich halten. Machen wir mal Tage bis Weihnachten. Hält schon besser. Dann nehmen wir hier meine drei Zahlenringe. Die werden hier oben eingeklipst. Vielleicht findet man auch ein bisschen was Kleineres, ich weiß es nicht. Wenn das nicht steht, kann man hier unten noch so ein Stück Pappe machen.
dass das dann halt, oder auf dem Tablett oder sowas, ne? Dass das halt eventuell ein bisschen besser steht. Aber man muss es halt an die Wand stellen. Aber wenn da keiner dran rumkrubbelt, hält das. Tada! Das ist jetzt Variante Nummer 2. Dann können wir mal machen, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Ich sag jetzt einfach mal, das sind noch 24. So. Und wenn man jetzt da sagt, das sind nur noch 23, dann kann man das dann hier einfach zurückklappen und man hat die 23. Okay, das steht nicht. Da wird unten nochmal eine Stütze dran gebaut bei mir. Also ich klebe einfach von hier unten nach hinten weg ein Stück Cardstock. Hier so. Ja, einmal hier so festkleben. Und dann fällt es auch nicht nach hinten um. Ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Oder einfach nur so. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reichen würde. Ist halt das Reststück. Aber das sollte, glaube ich, sogar schon reichen. Von dem hohen Ding. Ja. Das war quasi schon das ganze Tutorial. Das Ding hier werde ich verschenken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder.